Hey, ho. Yo, willkommen zum Euro Truck Simulator 2. Ich mache jetzt einfach mal, ich game das Spiel. Ich habe das schon gegamed und bin schon 282 Kilometer gefahren. Und ich mache einfach weiter und ihr guckt zu. Wenn ihr Bock habt, bleibt hier, guckt zu, sofort. Bindet euch an den Sessel fest und guckt mir zu. Okay, jetzt muss ich überlegen. Also ich habe ja die Ladung jetzt abgeliefert. Ich habe die Ladung abgeliefert in Mannheim. Und jetzt wollen wir mal gucken. Karriereentwicklung. Naja. Ein bisschen, ne? Viele Kilometer bin ich auch nicht gefahren. Ich bin immer noch Neuling. Ich habe immer noch keinen eigenen LKW. Will ich auch gar nicht. Weil da kann ich auch andere LKW fahren und nicht nur mit meinen eigenen. Und wir wollen ja auch ein bisschen erstmal ein bisschen Kohle machen. Ich habe ja nur, ich habe ja nur 5000 Euro und dafür kriege ich mir ja keinen. Und eine Bank und Sachen, also mehr Kredit zu holen. Nee. Nee. Ich kann auch so fahren. Also wir sind jetzt im Moment in Mannheim. So, und weil ich jetzt denke, ich will jetzt mehr hier in Richtung Schweiz, Italien. In der Richtung, weil ich will nicht nach irgendwie nach England, sondern darunter. Ich hoffe, ich kann das überhaupt. Mannheim Straßburg, das ist in Frankreich. Nee. Osnabrück? Nee. Stuttgart. Stuttgart! Genau. Stuttgart ist gar nicht was schlecht. Komm, den nehmen wir an. Was ist das hier eigentlich? Den nehmen wir an. Ab nach Stuttgart. Mal gucken, wie weit wir nach runter kommen. So. Wir haben Post. Die haben Post. Bestimmt wieder irgendein LKW zum... Es sind neue LKWs eingetroffen. Bedeutet die Geldmittel? Nein. Benötige noch keine Geldmittel. Ich will erstmal ein bisschen Fressen kaufen. Komm, wir fahren jetzt mal los, ey. Stach. Guck mal. Blinker immer noch. Jawohl. Blinker sind da. Okay, alles klar. Okay, Fahrer. Start your engine. Jetzt wäre das nicht schön. Was haben wir denn geladen? Keine Ahnung, ist auch egal. Wir fahren einfach jetzt mal los. Da. Mal ein bisschen höher gucken. Ja, das Problem ist, ich kann... mit Maus und Tastatur habe ich jetzt keinen Bock drauf. Nein, Quatsch. Ach, was will ich für Müll? Guck mal, ob frei ist. Nicht frei. Linke an. Boah, ey, komm. Ich will mal fahren. Was sind die letzten Worte des Beifahrers? Hm? Rechts ist frei. Witzig, ne? Witzig. Ja, komm. Ja, ich hab versucht, am Anfang schon mal ein paar Games zu machen. Bin tierisch auf die Nase gefallen. Ja, bin einmal umgekippt, hab ein Auto mitgenommen. Habe keine Ahnung, was für einen Schaden gehabt. War nachher an die 32.000 Euro Schaden. Habe ich ja nicht bezahlen müssen, sondern mein Arbeitgeber. Der hat mich ja direkt rausgefeuert. Nee, das geht nicht, aber... war so. Ja, mal probiert es erstmal aus. Na komm, fahr wie... Es ist grün. Jetzt ist grün, komm. Grün. Fahren blind. Schön. Farmland, ne? Ja, wie gesagt, am Anfang probiere ich aus und mache ein Tool. Habe noch ein BMW habe ich platt gemacht. Aber jetzt wollen wir mal die Karriere mal ein bisschen aufbauen. Tutorial brauche ich auch nicht zu zeigen. Ihr kennt das bestimmt von anderen Let's Playern. War bei mich gar kein Let's Player eigentlich. Ich bin einfach nur so ein Gamer halt, der ein bisschen rumspielt. Ich habe was, der geht mir auf den Sack eigentlich, oder? Geht das eigentlich auf den Sack? So, wollen wir mal nach
zum nächsten. Haben wir unsere Fracht abliefern, sagen wir es mal so. Ja, Mannheim, tschüss Mannheim. War schön mit dir. In Mannheim war ich schon mal. Ja, ja. Wird früher viel rumgekurven im Auto. Ich will nicht sagen, ey, war. Ich rumgedüst, ey, in meinem Golf damals. Den habe ich mit 16.000 bekommen. Und nach 4 Jahren mit 170.000 verkauft. Nach 4 Jahren? Nee, Quatsch, 6 Jahre, das ist ja. 6 Jahre waren das. Boah, da waren die, wie die Spritpreise noch so schön waren. Oh. Wie macht ihr das eigentlich mit den Spritpreisen? Wie fahrt ihr denn rum? Ich als junger Spund, ich bin durch die Gegend gepäst, immer wieder durch Deutschland rum gepäst. War das schön. Und jetzt, ey, bei den Spritpreisen, wer will denn da rumpesen irgendwo hinfahren? Geld ausgeben. Die Wirtschaft ankurbeln. Ja, ist doch so, oder? Naja, lass uns mal hier den Truck Simulator 2 mal hier schön genießen. Wo muss ich denn her? Irgendwann baue ich wieder einen Unfall. Ich kenne mich. Ich bin eigentlich ein Heizer. Wer mich kennt, weiß das. Ja, echt, ey. Ich kann ohne Heizen nicht. Ich weiß auch nicht warum. Aber ich versuche dann immer doch trotzdem die Verkehrsregeln zu beachten, ne? Also das ist auf jeden Fall wichtig, aber autobahnmäßig. Da geht es schon ab. Oh, da halt schon fast schon an hier. Quatschen und fahren ist schon sehr schwierig. Das ist genau wie Handy telefonieren, ne? Und fahren. So, Richtung Stuttgart. Jawohl, da wollen wir hin. München, Stuttgart. Ah ja, Richtung München. Hoffentlich kriege ich gleich eine Tour in den Schuh München. So richtige Schweiz, mal gucken. Da sollen auch viele Berge und sowas. Bergtouren sein und so. Hab ich gehört. Schauen wir mal. Da will ich mich hin. Ich liebe die Berge. Aber ich liebe es auch eigentlich so, die Ostsee ist auch schön. Ostsee, Nordsee. Wo fahrt ihr denn am liebsten hin? So jetzt, da nicht jetzt so auslandmäßig, sondern hier so. So hier in die Karpaten so. Italien zähle ich jetzt nicht dazu. Ich meine jetzt hier so Ostsee, Nordsee, München, Schweiz, Österreich, aber weiter nicht. Ich muss ehrlich zu sagen, ich bin noch nie geflogen. Nur auf die Schnauze bin ich immer geflogen, komischerweise. Aber mit Flugzeug bin ich noch nie geflogen. Wobei ich eigentlich so ein Silent Trash unterwegs mal so Richtung Amerika, das ist jetzt so das nächste Jahr geplant. Mal will ich mal Orlando. Richtung Orlando wollen wir. Das kostet aber eine Menge Kohle. Menge Kies, Menge Kohle. Wenn das so weitergeht mit dem ganzen Geld. Weiß nicht, ob ich das hinkriege, aber so der Ziel ist es halt. Dieses Jahr, gut. Wer mich kennt, wenn man die Videos kennt, war ja Summer Breeze. War geil, eben auch mit den Kindern. Die hatten auch viel, viel gute Sachen erlebt und viele Leute und super, super geil. Ja, dieses Jahr ist eigentlich nur extrem fest angesagt, weil bandmäßig bin ich auch vertreten und tue ich im Moment die mehr diese Concentration drauf liegen. Und ja, dann werde ich auf jeden Fall nicht Summer Breeze, fahre ich nicht. Ist mir im Moment zu weit. Sorry, aber wird auch immer teurer irgendwie. Ja, gut, die müssen ja auch ihr Geld holen, ne? Wenn die Leute überall downloaden und so, ne? Müssen sie ja irgendwo das Geld herholen. Wo kein Geld da ist, kann auch kein Geld geholt werden, finde ich. Naja, da gehen wir schon wieder in die Theorie. Weltuntergangstheorie. Aber egal. Will ja keiner hören hier in Deutschland. Jojo. Ah, oh, das ist ein geiler Tunnel. Ja, da fahren wir jetzt durch. Ah, schönen Tunnel fahre ich gern. Ja, ich zocke im Moment. Ich zocke hier auf meinem Lappi. Deswegen müsst ihr euch mich entschuldigen, wenn das manchmal ein bisschen stockt.
aufpassen. Wie ein Ei, das stockt. Mein Gott. Das erinnert mich immer an meine Kinder, die gucken immer Sendung mit der Maus. Da kam letztes Mal, dass das Ei stockt. Deswegen habe ich mich jetzt wieder daran erinnert. Oh, geil, guck mal, hier merkst du schon hier Richtung Stuttgart, da fängt schon die Berge an. Geil. Ach, Richtung Summer Breeze war auch geil. Also, die ganzen Berge da hinten. Ja, Mai. The Bayer. Ja, Mai. Wie viel fahre ich eigentlich, ey? Boah, noch ein Tunnel. Geil. Das Spiel ist absolut genial. Wenn man, sag mal, Leute, die wirklich gerne Auto fahren oder so. Und die keinen Sprit ausgeben wollen, die können dieses Spiel holen. Es war mit Ladung. Nicht automäßig. Ich finde auch sowieso Open World Spiele gut, so für Autos. Wo man halt durch die Gegend fährt. Zum Beispiel habe ich damals, sagte schon lange her, Driver hatte ich da von PlayStation 2. Ich bin da mehr durch die Gegend gefahren, als das Spiel zu verfolgen. Ich finde es halt cool. Open World Spiel. Sowas müsste es eigentlich online gemäßig geben. So ein Teil, was immer weiter aufgebaut wird und wo man durch die Gegend fahren kann und wo man Leute trifft und so weiter und so fort. Deswegen finde ich auch so PlayStation Home eigentlich ganz in Ordnung. Ich muss hier rüber. Nur das Problem, was ich da sehe, ist, dass man das nicht so Open World mäßig. Leider. Das ist dann immer so. Wird hier geladen, wird da geladen. Wo geht's denn da hier nach Leipzig? Das müsste mehr so. Ich weiß auch nicht. Ich will das auch nicht. So, Autobahn. Also ich muss gleich abbiegen. So, aber kein, ist da keiner, ne. Ich muss ein bisschen abbremsen hier. Weil das Problem war letztes Mal, ich bin zu schnell gefahren und der Anhänger hat hinten so gedrückt. Ja, also das ist echt original. Ja, und hat mich dann im Prinzip nicht den Auflieger, sondern die Zugmaschine genau weggedrückt. Der Auflieger hat die Zugmaschine weggedrückt. Wie original, also wenn man wirklich zu schnell fährt mit so einem LKW. Hart. Fand ich gar nicht mal so schlecht, aber sah scheiße aus. Konnte ich ja... Dann halt so das Teil da hochgefahren. Aber hier gefällt mir schon eher. Ja, ich habe das von beim Chris hier von Peace Me habe ich geguckt und deswegen habe ich gedacht, das musst du dir mal anschaffen und holen und gucken. Deswegen, also ist jetzt im Prinzip ist erstmal nur die Demo, ja. Das ist jetzt also nicht das Original, ist einfach erstmal nur die Demo. Und wenn es dir halt gefällt, dann wird es nächsten Monat gekauft. Also ich finde, der Simulator ist das richtig gut. Ich habe mal diesen Zugsimulator gehabt da. Aber, muss ich ehrlich sagen, und gefällt mir das hier schon besser. Erste Aufladung in Stuttgart, wir sind in Stuttgart. Yeah. Geilomat. So. Wo muss ich hin? Gehen wir jetzt mal hier rüber. Noch ein bisschen weiter, ne? Ja. An der Ampel. Also hier vorne, genau. Hier müssen wir mal ein bisschen weiter. So, fahren wir. Ja, hier rum. Na komm. So, Jungs. Ich liefere euch euer Zeug. So, wir sind angekommen. Ich park das Ding aber nicht so ein, weil das ein bisschen schwer ist. Und was haben wir geschafft? Yeah. Ja, Level 1 immer noch. Ja, das war's für die erste Runde. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ihr es euch gefallen habt, gebt mir ein Like. Und wenn ihr noch mehr sehen wollt, schreibt es in die Kommentare und sagt, ja, wir wollen noch mehr von den Scheiß sehen.
Und dann gucke ich mal, dass ich ein paar Sachen noch hochlade. Ja. Und da wollte ich noch was zu meinem Kanal sagen. Ja, es kommen immer wieder andere Videos und so weiter. Das ist eigentlich ein Kanal, der nicht spezifisch für irgendwas ist, sondern halt... Aber wie gesagt, es kommen immer Videos rein. Ist halt kein spezieller Kanal, ist einfach ein abwechslungsreicher Kanal. Mit über Let's Play, alles was ich zu Sport habe, hochgeladen. Alles klar, gut. Dann, das war's mit der Quatscherei. Bis zum nächsten Mal, euer Sai. Yeah, bye bye.